Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Irgendwo Hörchen, hi. Also, ah! Du Mist, komm her. So. Na, warte. Ich auch beinahe runtergefallen. Ja, wir sind warte, immer noch hier. Bevor wir diese Insel verlassen, ich muss diesen Hai erst erledigen. Vogel. Der ist schon wieder nicht gestorben bei mir. Boah. Was diesen blöden Glitch. Komm her, du Hai. Du Miststück Hai. Ja, lass doch ihn in Ruhe. Ich will ja weggehen. Nein. Wir gehen erst, sobald der Hai hier tot ist. Er hat unser Ei gemacht. Dafür soll er nun büßen. Diese blöde Möwe ist die ganze Zeit hier beim Headbang. Ich kümmere mich gleich drum. Und ich kann ihn nicht hier loswerden, aus irgendeinem Grund. Nein, ich wollte nicht enden. Boah. Na also, geht doch. Das passiert. Wenn du dich in unserem Territorium hier einmischt. Ah, okay. So, jetzt ist weg. Ja, die Stimmen sind weg. Gut. So, ich mach uns ein Fest mal. Und ich tue den Anker lichten. So, wieder ja, lichte den Anker und die Federn tue ich auch gleich in den Presso rein. Müssen wir wieder hier rum. Müssen wir jetzt mal wieder erst hier rum. Ja, weiter. Noch ein Stück. Muss man ja die Wände weiter bauen, ne? Wir sind ja mal mit so einem Dach aus. Ne. Oh, ich muss erstmal hier rum. Hat überhaupt ein zweites Segel oder so zu bauen? Können wir uns dann schneller bewegen? Ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, nein. Wir bauen 10 Planken, 20 Palmblätter und 3 Schrott. Das wäre nämlich sehr schön. So. Ich würde tatsächlich den Schrott erstmal benutzen für die größeren Anbau. Naja. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Wir haben 20 Schrott. Haben wir denn auch genügend Nägel? Mein Gott, geht da rum. Bei uns nochmal mal ein paar mehr Anbauflächen. Aber wir müssen sogar in die Richtung ausgezeichnet. Na gut. Unsere großen Anbauflächen. Schaut sie euch an. Ja. So, warte. Erstmal. Okay. Ja, unsere ganzen Planken sind ja schon wieder fast weg. Ja, weil ich gerade das meiste verwendet habe für. Hast du hier mal? Hast du hier mal ausgebaut hier um die Farm? In dem Platz? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Mir so breiter vor, nehme ich. Also falsches Ding. Ah, nee, ich brauche Kunststoff. So. Natürlich brauche ich Kunststoff. Verdammt! Das ist einfach mein Frusthorn. Gib doch einfach zu, dass du das Horn nur angebracht hast, damit du Leute ärgern kannst. Nee, mal, das kriegt doch gar nicht nach mir. Wann habe ich jemals irgendjemand geärgert, ey? So. Ja, jetzt lüge nicht rum. Ich weiß genau, was du im Schilde führst. Oh Gott, wir müssen mal da. Ach so, Kunststoff und Polz, weil das ist ja. Kunststoff? Kunststoff ist in der Kiste. Also ja nämlich gefährlich nah unserem Baum, an unserer Baumfarm. Wo die ja weggeht. Vor der hier zerstört. Ach da, oh mein Gott. Oh, ja, hast recht.
Echt, gut, dass du mir das sagst. Ja, ich mach schon. So, auf Wiedersehen, Insel. Wiedersehen, Insel. Wiedersehen. Dann sagt die. Und dann die Insel so: Wiedersehen. Ja, auf Wiedergesehen. So, wie war's, wenn wir wieder ein paar Sachen hier schmelzen? Einer rein da. Oh, Kunststoff ausgezeichnet. Ach, jetzt hier, Scheiße, jetzt habe ich mich hier zeigt. Ach, egal. Okay. Ich will gucken, ob das. Meine Batterie ist auch fast leer von der Presse. Du liebes Dieschen. Diese verbesserten Anbauflächen, die sind ja sowas von gut. Nicht nur, dass sie zum einen mehr Platz haben, sondern dass sie auch nur einmal Wasser benötigen. Ja, deswegen. Irgendwann war halt eine gute Idee. Da stehen jetzt nämlich vier und einen habe ich noch übrig, aber ich will halt. Ich werde den nächsten erst dahinsetzen, sobald hier einer von den alten hier fertig ist. So wie jetzt. Ja, genau. Wenn wir ganz langsam ersetzen, können wir irgendwie, weiß nicht, so 10 Stück oder so dahin packen. Ja. Wird ja wohl reichen für eine ganze Weile. Natürlich wird er reichen. Okay. So. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Ich kann noch meine Angel hier verballern. Ein Rohrhering. Und weiter und weiter und weiter. Rohrbuntbarsch. Wo hast du denn die ganzen Anbauflächen hingetan? Anbauflächen? Weil die mittleren, die wir jetzt abgerissen haben. Ich hab keine abgerissen. Du hast keine abgerissen. Nee. Sollen wir die wegschmeißen? Oh, lager die ruhig irgendwo rein, keine Ahnung. Ja gut, tue ich sie mit da rein. Wir wollen irgendwie noch Platz finden. Wir haben wieder fast keinen Kunststoff und wir haben auch wieder fast keine Planken mehr. Ja, ich habe die Flächen ja alle repariert. Ich habe hier noch Glas. Okay. Brauche ich nochmal für die Lampenschrott, ne? Metalllaterne, Schrott und Glas. Hm. Schrott haben wir nicht mehr, ne? Doch, Schrott haben wir noch ein bisschen. Boah, reicht für eine Lampe. So, und da liegt Metallerz einfach. Hä? Hm. Oh. Dann habe ich das wohl versehentlich fallen. Shit, ich tue hier rein. Ja, danke schön. So, dann mache ich noch eine Metalllaterne für draußen. Damit wir draußen wieder was sehen. Habe ich nicht draußen. Ja. Fangen wir an jeder Ecke hier so ein. Wir sind so gut vorbereitet. Also uns kann nichts passieren. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So. Ausgezeichnet. Scheiße, ich hab vergessen, die Teile zu füllen. Da mach ich mir ein paar Suppen. Haben wir irgendwo Rüben? Nö. Rüben haben wir mehr. Ja, ich meine. Mal gerade zur Hand. Zur Hand nicht. Dann packe ich mal ein paar auf den Grill. Ja. Wenn immer voll ist. Guck mal da, wie das wächst. Sieh an, wie das wächst. Ja. Die sind auch irgendwie kleiner als die anderen. Ja. Ja, und dazwischen ist auch noch. Auch noch eine Rübe. Was ist denn da hier für ein Mist, der wie
Unsere Charaktere haben ein Rezept gebraucht, um zu erkennen, so, oh, vielleicht sollten wir 4 Sachen anstatt 2 in so ein großes Ding reinpacken. Ich meine, die Dinger sind kleiner als die Zweier-Dinger. Ja, die sind halt wirklich kleiner. Ja, wie effizient sind denn unsere Charaktere? Wie uneffizient? Die sollten davor sein, dass die von uns gesteuert werden. Ja. Ja, ein geiles Süßwasser. Oh mein Gott, ich kann was trinken. Ich bin so derbe am Verdursten, ey. Schauen wir doch mal hier nochmal bei unseren Lieblingstieren vorbei. Hi und oh mein Gott, ey. Vegas! Hast du schon wieder die gesamte Wiese weggefressen? Einstell fest, wir brauchen dringend mehr Tiere. Ja. Hier, der Vegas frisst uns noch das Gras weg. Vegas frisst das Gras, René legt ein Ei. Da 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 da. Rüber. Oh, ich habe gerade gesehen, wie er ein Ei gelegt hat. Oh, der springt erst so kurz auf und dann legt er das Ei. So als ob es so ding fertig ist. Hier, René hat ein Ei gelegt. Das muss gefeiert werden. Das muss gefeiert werden. Und ich habe. Und Vegas hat Milch gelegt, hat Milch gemacht. Das ist nicht wirf. Das muss nicht gefeiert werden. Boah. Ich weiß, ich bin eine arschige Person. So, rein mit der Farbe. Wir brauchen dringend Planken, weil sonst können wir unsere Grills nicht feuern. Überhaupt, sind wir überhaupt auf Kurs? Ja, tu ihn bloß nicht ändern. Ändern, muss ändern. Ich weiß jetzt. Ich habe jetzt erst gesehen, dass die Treppe pink ist. Denn wie wir alle wissen, pink ist die männlichste Farbe der Welt. Boah. Ich habe schon Ewigkeiten angemalt. Ich habe das nie gesehen, es tut mir leid. Grün, grün, weiß, schwarz, blau. Oh, da ganz hinten kommt Floß. Floß? Ja, das ist Floß. Ist aber wieder das gleiche Problem wie sonst auch immer. Wir sind auf dem Kurs, aber irgendwie gehen wir wieder weg von dir. Steuere das Floß an, Daniro. Ja, ich will aber nicht auf das Floß. Ich will aber zum Floß. Kannst mal gucken, ob wir so eine Batterie noch mal herstellen können, vielleicht. Das kann ich gucken, kann ich machen. Da brauche ich Schrott, Kunststoff und einen Kupferbarren. Ja, wir sind doch die ganze Zeit in die Richtung gegangen und das war die ganze Zeit richtig. Warum ist das jetzt auf einmal falsch? Ich weiß es nicht. Ich will echt mal, mir hat jemand erklärt, ey. Aber ich verstehe es nicht. Hast du zufällig noch einmal Schrott? Nö. Dann kann ich dir keine Batterie machen. Na. Ich hab den Vogel eigentlich. Nice shot. Danke. Jetzt selbst hätte ich selbst nicht besser hinbekommen. Und ich habe keinen Platz mehr. Dann weiß ich nicht. So, jetzt ist die Batterie leer. Du Miststück. Du Miststück. Boah.
So, das ist mir irgendwie gerade eingefallen. Da. Ich glaube, das zeigt uns irgendwie hin, wo wir hingehen. Ich werde mal eben speichern. So. Keine Sorge, ich hätte es nicht vorgehabt, das Spiel zu beenden. Ich wollte einfach nur speichern. So, ich tue jetzt erstmal das ganze Zeug, was ich jetzt hier gerade gesammelt habe, wieder zurück. Weil ich es nicht brauche. Wir bewegen uns wieder nicht, ey. Oh. Warum bewegen wir uns nicht? Nicht. Beantworte mir das. Nutze ich wenigstens noch die Zeit, die im Argen. Jetzt gehen hier wieder die Sachen aus, ey. Das kann doch nicht sein. Ich meine, wir waren so dabei gewesen und jetzt auf all. Wait, warte, Moment. Oh mein Gott, das ist gerade der Hai, der gerade hier unser Teil hier angeknuspert hat, ist hier gerade lang geschwommen. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Was? Er hat einen Pfeil im Kopf. Ups. Okay. Okay. Und letzter Fisch für heute. Ja. Ich glaube, danach geht meine Angel kaputt. So. Ach, ich kann noch nicht mal Schmelzen benutzen, weil keine Planken da sind, ey. Ja. Aber hey, oh mein Gott, sieh das an. Guck mal, wo zum Steuern. Worauf? So. Gut, gehen wir da hin, nehm ich an. Dann Nero, hol dein Fernglas aus der Hose raus und zieh dir das an. Dann steuern wir eben darauf, nehm ich an. Ja, steuern wir da drauf zu, weil, guck mal da, ich glaube, das ist nämlich eine große Insel. Ja, ja. Till, denn, weißt du, was das bedeutet? Da ist ja wieder die gleiche Insel, wo wir gerade waren. Nein! Sei nicht so negativ. Ja. Da! Also. Du hast ihn jetzt gerade echt aus dem Flex getötet, ey. Das war ja ein Reflex gewesen. Naja. Und ich habe gut gezielt. Ja, willst du den Vogel nicht mal rupfen? Na, du standst doch gerade da. Nein, ich will hier nicht immer alles. Ich will nicht. Und ich sehe Loot! Der Loot! Ja. Mein Gott. Wir können ja nichts stellen, weil keine Planken überall drauf sind. Da!
Nein, ich meine. Und ich habe auch noch Schrott gefunden. Yes. Du brauchst noch eine Batterie, sagtest du, ne? Ja. Jetzt kann ich sie dir machen. Außer Kunststoff. War da Kunststoff drin? Ich weiß nicht. Ich habe den Kunststoff gerade genommen. Ich mache jetzt erstmal eine Batterie. Oh, da sehe ich schon einen Kreischer. Ein Screecher. Das ist super. Daniro? Ja. In der Kiste, wo der Kunststoff drin ist, da liegt die Batterie für dich drin. Alles klar. Und du sagtest, dass du schon den Screecher gesehen hast. Ja. Ach Gott, na großartig. Ja, so. Ich sehe ihn. Ich hoffe wirklich, dass wir ein neues Tier finden. Naja. Das ist mein Ziel. Kann nicht so schwierig sein, Mann. Ja, wollte schon sagen. Bringt doch gar nichts. So, oh. Er schwimmt fast direkt hier durch, glaube ich. Herr Gabriel. Danke. Oh Gott. So, soll ich mal eben das Floß zum Stillstand bringen? Genau, ein bisschen näher ran. Zu weit Okay. Ich glaube nämlich, dass wir dran vorbeifahren. Wir fahren dann vorbei. Ich war schon. Danke. Irgendwie mal so ein Motor oder so. Weil frustriert mich mit diesen blauen Dingern, die irgendwie funktionieren. Ich check das bis heute nicht. Wieso hat nicht funktioniert? Kannst du irgendwie ein Paddel machen oder so? Ja klar, aber ja, dann 1000 Meter lang paddeln. Also nee, jetzt im Moment nicht, weiß ich nicht. Warte. Mal hier. Ich brauche Kunststoff und ich brauche noch ein Seil. Okay. Das kann ich alles machen. Hat er die letzten Dings eingepackt. So. Dann. Da, ich hab doch nichts gedrückt, Mann. Naja, versuch das mal. Das dauert ewig. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Weil immer so lange dauert. Ich bringe uns ran. Okay, ich denke mal, das sollte genügen. Werf mal den Anker. Wow! Wollte ich gerade sagen. So, also nein, lass erstmal schlafen gehen. Erstmal schlafen gehen! Ja, ich wollte noch eine Suppe vorm Schlafen gehen. Ein paar Rüben. So. Dann müssen wir natürlich erstmal das oberste Objective natürlich erstmal
Was müssen wir zuerst tun? Den Speecher erledigen. Ja. Alles klar. Mein Gott, ist das hier am Schaukeln. Alter! Was zu... Was ist los? Das Floß hat sich gerade volle Möhre gedreht. Ja, ja, bei mir auch vorhin. Na gut. Ich habe 17 okay. Rüben. Die einen nichts. Ich werde mich noch eben... eben wappnen. Muss noch irgendwas essen hier vorher. Eben was trinke. Und dann gehen wir auf die Insel. Und dann holen wir uns den Screecher. Da. So, habe ich Pfeile? Ja, ich habe wirklich gar nichts außer Pfeile im Inventar. Okay. Stimmt, ich hab noch Fische in meinem Inventar. Ich muss jetzt eine ganze Fische hier loswerden. Oh mein Gott, geht der Tief runter. Natürlich ist der Hai schon direkt hier. Sehr blödes Timing, aber es war gegen dieses blöde Viechlein kämpfen. Na gut. Auf in den Kampf. Da, ja, ah, das war zum Schwein. Und oh, das Screech okay. Hat mich auch gesehen. Ja, okay, jetzt haben wir beide Sachen hier getriggert. Na, ich habe dir verfehlt. Ah. Sind beide Viecher direkt hier, ey. Ist klar. Na, warte. Okay, Warzenschwein ist tot. Warte, jetzt schon? Okay. Ja, das geht schon nach fünf Pfeilen geht das schon down. Der Screecher war aber auch schon direkt hier. Oh Gott. Okay, jetzt holen wir uns den Screecher. Ja. Aber scheiß, oh nein, mein Bogen geht gleich kaputt. So, hier schon wieder. Ist das eine Ziege? Ich weiß es nicht. Erstmal Screecher erledigen. Hm. Ich glaube, ich habe eine Ziege. Da war eine Ziege. Haben wir die schon? Genau die. Ziege haben wir schon. Wo bist du überhaupt? Ich bin auch hier in der Nähe. Ah! Ich sehe den nicht. Tothilfe. Ja, dann geh aufs Floß, also. Oder landet hier irgendwo. Oder? Ich muss noch tatsächlich einen neuen Bogen machen, weil meiner ist gleich so gut wie Schrott. Oh, da habe ich auch getroffen. Ich sehe ihn ja gar nicht, ey. Ich verliere ihn immer aus den Augen. Weil so viele Bäume sind. Ist da wieder hinten irgendwo gelandet. Warte mal, ich weiß was. Ja, Wo hab ich den Ton hingetan? Ich verfehle den die ganze Zeit. Komm aufs Floß zurück. Wieso? Nö, taktischer Rückzug. Oh, ich hab noch relativ viel AP. Ich verfehle den nur die ganze Zeit. Ah, Dreck. Das ist fähig, Mann. Okay, ich muss mir einen neuen Bogen machen. Er landet genau da. Zop. Planke sei. So. Das Ding bewegt sich irgendwie voll merkwürdig. Ja, ich komme dir gleich zur Hilfe. Ja, lande genau hier. Der ist genau da vorm Floß am Landen. Was? Auf den Stein da. Ja. Der ist genau auf dem Stein da gerade gelandet. Ich hab's gerade in einem Augenwinkel gesehen. Ich brauche noch etwas Zeit. Beschäftige den Screecher so lang. Der landet die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Aber ich. Wenn ich den mal gesehen habe, ist er schon wieder weg. Okay. Ja gut, okay. Ich habe den Bogen. Halte durch. Mein Gott, ich krieg den nicht getroffen.
Ah, nein, 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 nein. Was soll das? Nein. Der Hai knuspert an unseren Stellen, wenn die ganz nah und nah an unseren Dingern sind. Schon sagen, ich habe den gerade getroffen, oder? Hier sind so viele Bäume, ich verliere die ganze Zeit aus den Augen. Ja, 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 warte, 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 warte. Das gibt's nicht, ich triff den nicht. Ich komme! Ich eile zur Hilfe! Der fliegt so tief, aber ich krieg den nicht getroffen. M-Master Alpha zur Rettung! Weil du Stück. Komm her. Ja, der ist genau vor dir. Getroffen! Was zum... Der hat noch die gleiche Animation gehabt, wenn er einen Stein annäht, aber ist damit weggeflogen. Oh, ich habe sogar eine Höhle gefunden, sehe ich gerade. So, upsala. Scheiße! Okay, haben wir gar nicht eine Aufnahme gesehen. Ich hab das Steam-Menü aus Versehen ja aufgerufen hier. Aber hat man nicht in der okay. Aufnahme gesehen. Hat man nicht in der Aufnahme gesehen? Nee. Ah! Wo ist der? Der ist schnell, ey. Der hat genau bei dir in der Nähe. Leider. Komm her, Stück. Ich hab ihn nicht getroffen. Aber, du hast ihn! Oh mein Gott, du blödes Viech. Der war so nervig irgendwie. So, ich will dich looten. Irgendwie kann ich dich looten. Loot ihn. Ich kann die Metallpfeile entfernen. So. Yay! Screecher Kopf! Und das, was du da gerade gesehen hast, das war eine Ziege gewesen. Ja. Der Weg ist nicht ein ganz klein bisschen anders aus. Nein. Nee. So, hier ist wieder eine Höhle. Wo ist eine Höhle? Mit Pilzen. Nero, wo bist du? Direkt da in der Nähe. Rechts da in der Nähe. Ist eine Kiste irgendwo? Ja. Irgendwie keine Kiste. Wohl doch da unterwegs. Oben. Glaube ich. Ich sammle Schmutz ein. Ich habe Schmutz eingesammelt und Schrott. Ja. Und noch mehr Schmutz. Also, wie kommst du denn da hin? Ja, du. Ich mach die einfach von hier auf, ja. So. Ha. Metallbahn, Schrott, Planken. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, dann können wir ja hier so erkunden. Können wir eigentlich mal die Insel erforschen. Und ohne dass wir ständig genervt werden. Mit meiner Suppe in Hand. Und so, aber ich lass uns erstmal zurück zum Floß gehen, damit wir uns optimal rüsten können. Boah, ich bin noch relativ leer und so. Und voller AP. Ich habe noch 3/4. Also ich gehe mal eben zurück zum Floß. Also um Gegenstände loszuwerden. Nein, ich. Okay. Also wirklich, ey, das war der nervigste Screecher-Kampf, den ich je gehabt habe. Ja. Aber hey, wir haben einen Screecher-Kopf. Und wir wissen, wo der hinkommt. Der kommt auch in die Kiste hinein. Park ihn zu einem anderen. Da sind nicht normalerweise mal 2 Warzenschweine auf der Insel? Keine Ahnung. Haben wir letztens auch noch 1 gefunden. Bleib mal eben. Da will ich mit 2 Planken. Bonk, bonk, mehr Holz. Sammle Holz. Ja, ich merke, dass man diese Bambusdinger hier nicht einsammeln kann. Ja, es ist sehr seltsam. Und auch mal, da könnte irgendwie Zucker. Lama! Lama! Bring deinen wunderschönen Netzwerfer hier hin. Auf der linken Seite. Du? Linke Seite, ich komme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Lama ist, ich glaube schon.
Folge einfach der Küste auf der linken Seite. Boah. Da raus. Ja, 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 ja. Aber bitte sagen wir, wir kriegen von dem Viechwolle, damit wir endlich den Rucksack herstellen können. Oh, okay, hier bin ich. Wo bist du? Ich stehe hier. Hier stehe ich. Hier, 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 hinter dir. Da. Okay. Da lang. Zum Lama. Zum Lama. Wo ist es? Gerade war es hier. Da. Da. Da, da. Schnapp dir Twitch. Also, ja. Ich hab's gefangen. Ausgezeichnet. Euch direkt die Schere, während du da reinpackst. Ausgezeichnet. Wie werden wir es nennen? Ich glaube, ich weiß, wie wir es nennen. Alles klar. So, oder möchtest du zuerst deine Meinung sagen? Na, mach schon. Nee. Ich möchte mal wissen, ob wir genau denselben Gedanken haben wie ich. Also ob du denselben Gedanken hast wie ich. Deswegen sag mir bitte deinen Namen. Ich hatte gedacht Gary. Gary das Lama? Okay. Wieso, was hast du denn gedacht? Ja, okay, warte. Scheiße, wo ist es denn jetzt? Da ist es. Warte mal. Warte, was hat das für ein Symbol? Es hat ein Scherensymbol! Schnell, 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 schnell. Ja! Ja! Warte, okay, leg mir die Wolle mal eben in die Truhe. Ja, ich wollte ja eigentlich erforschen. Ja, deswegen, ich wollte es ja gerade tun. Wo hast du es reingelegt? Achso. Liegt es darin? Große. Wow, unglaublich kuschelig. So. Okay, Rucksack, öffnen. Rucksack. Erforschen! Oh mein Gott, wir können Lederbeinschützer. Oh. Das können wir machen, das. Lederweste. Ja, Lederweste. Lederhelm. Und ein Rucksack. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Let's go. Wir brauchen dafür Leder bestimmt, ne? Und eine Menge Wolle. Ja, warte mal. Okay, warte mal. Wo finden wir das? Ah, Ausstattung! Schützt dich vor Holzsplittern. Lederweste schützt deinen Oberkörper, Lederhelm. Rucksack, wir brauchen dafür Seil, Leder und Wolle. Okay, Seil, Leder und Wolle. Leder haben wir ja. Ja, Leder haben. Also, wir brauchen 4 Seile. Wir brauchen 6 Wolle. 4 Leder und 6 Mal Wolle. Oh. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Aber hey! Wir haben ein Lama! Wir haben Gary, das Lama. Und wir haben 14 Leder, das heißt, wir beide können einen Rucksack dafür herstellen. Yes! Oh. Ausgezeichnet, ey. Gut, dann müssen wir. Ich muss jetzt erstmal aufs Trinken. Den sehr fleißig kehren hier, nennt man das so. Mhm. So, da liegt schon wieder ein Ei. Oh mein Gott, endlich. Endlich, ey. Wir haben neue Tiere, ey. Jetzt haben wir Gary, das Lama. Wie wolltest du ihn nennen? Ich wollte es eigentlich Minky nennen. Okay. Nennen wir das nächste Tier nach ihr. Ja. Weil es noch andere Tiere gibt, ne? Ja. Ich wollte jetzt keine Ziege und auch kein Dodo machen. Ja, aber Lama willst du machen? Mann, ich weiß ja nicht, was es für Tiere noch gibt. Wir können von mehreren Tieren mehrere Sorten haben. Ja. Wahrscheinlich auch irgendwann der Fall sein, ne? Ja, bestimmt. Wir werden natürlich sehr, sehr viel mehr Tiere haben. Also von Lamas könnten wir definitiv mehrere gebrauchen, damit wir schneller Wolle bekommen. Genau. Ich mir vorstellen können, so Lederrüstung und so, wenn wir sie auch brauchen. Ja, ich denke mal, wenn wir so eine Lederrüstung tragen, ich denke mal, dann kriegen wir weniger Schaden. Ja, ja, aber geht wahrscheinlich auch wieder kaputt, ne, irgendwann. Ja. Oh, übrigens, by the way, hast du schon gesehen, wie viele Tage wir überlebt haben?
Die Sonne geht gleich auf. Ja, doch, die Sonne geht gerade auf. Alles gleich ist der 100. Tag. Brauchst du was zu essen? Nö, ich bin voll. Okay, ich auch. So, ich hab grad mehr gehört. Also, du kannst wieder geschert werden? Nee, wir sind immer noch nackt. Ups. Oh mein Gott, Gary, er ist nackt. Es ist Gary, das Lava. Gesicht. Wir haben noch Vegas. Also wir haben jetzt folgende Tiere. Wir haben Vegas, die Ziege. René, der Dodo. Andere Tiere habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Und Gary, das Lama. Wow. Ist mir genau entgegengekommen. Okay. Wir haben Gary, das Lama. Jetzt wollen wir nur noch Marvin, das steppende Pferd. Marvin, das steppende Pferd? Ja, kennst du nicht, das ist eine Serie. Ja, ja, ich hab davon gehört. Das ist Marvin, das steppende Pferd. Sieht, wie er tanzt, wie er tanzt, wie er tanzt, sieht, wie er tanzt, wie er tanzt. Das ist ein Intro. Schaut, wie er tanzt. Warum habe ich, noch einen rohen Hähnchenschenkel bei mir? Und warum habe ich noch zwei Federn? Und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was zur Hölle ist bitte mit Carsten los? Das sieht ja gar nicht gut aus. Meine Güte. Nein. Ah ja, da rein. Ah ja, aber auch langsam. Jetzt wollen wir nur noch Zucker. Wir gehen auch langsam tatsächlich die Metallpfeiler aus. So, ja, okay. Mir nicht. Ich hab nur noch zwei Metallpfeile und 40 Steinpfeile. So, da. So, warte. Hast du alles gerupft in der Höhle? Ja, hab ich. 100 Tage, Überlebenstage 100, yay! Yay! Party! Party hard! Und wir haben. Ja, und auch noch etwas hier für Gary, okay, das Lama. Gary kann wieder geschnitten werden. Kann er wieder geschnitten werden? Ja. Nice. Sollte mir auch eine Schere machen. Da braucht ja nur einmal einer. Na, Gary, brauchst gar nicht so zu gucken. Na? Mama, lässt sofort den Kopf hängen, nachdem wir den ja kehrt. Geschoren haben. Ja. Warte, ich hole mal Wasser und füll mal die Wiesen auf. Okay. Na gut, dann packen wir die Wolle so langsam da rein. 6 Stück brauchen wir. Ja. Also wir brauchen eher. Also insgesamt brauchen wir 12. Ja. Ja. Aber trotzdem, Leute, wir machen Fortschritt! Fortschritt! So, ich gehe da rein in die Insel. Warte. Auch wenn es dunkel ist. Kein Ding. Willst du nicht lieber warten? Sollen wir nicht erstmal schlafen gehen, warten bis es arg ist? Ach, warte. Geht schon. Versuch da irgendwo hoch zu klettern. Schön wieder Kisten oder so. Na also, gut, warte, ich komm mit. Also bin ich gerade voll leer. Na schön. Ups. Aber hey, dass wir erst den Kampf mit dem Bartenschwein und dann auch den Kampf gegen den Screecher hatten. Daniro, warte! Niemals! Please! Das Abenteuer wartet mich. Wo kommen wir denn ganz nach oben hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
Ja, sieht ja schon wieder hell. Aber noch ein Lama fangen wir mal eins hier finden irgendwo. Ja klar. Aber noch schneller Wolle bekommen. Mein Gott, ich sehe deinen Schatten hinter mir. Komm mal nach hoch, Mann. Ja. So ungefähr. Da ist die Handelsstation. Ausgezeichnet. Rote Beeren. Rote Beeren. Und das ist eine Kiste. Nice, nehme ich mit. Hey, ein paar Planken, ein schöner Scharnier und ein Metallbarren. Und natürlich Ananas. Die Zutat lautet Ananas. Ich muss unbedingt Bäume fällen. Ja, ich bin schon die ganze Zeit dabei. Oh, da hinten sind noch Bäume. Oh, da hinten sind ganz viele Bäume. Also, ist irgendwas Geiles noch hier oben. Und ist noch ein Baum. Oh nein, ja. Jetzt zeug zum Opfern für den Pressegott. So, ich glaube, wir sind ja fertig. Mehr gibt's hier nicht, oder? Nicht wirklich. Das ist nicht Ziege, die wir am Anfang gesehen haben. Hey. Hier, habe ich jetzt gewonnen? Ich meine, ich stehe deutlich über dir. Okay, hier ging es wohl hoch. Na, guck mal da, hier geht's voll einfach. Wo bist denn du? Bin hier unten. Ja. Ja, da ist so ein Weg, der nach oben geht. Egal. Oh, hier führt auch noch ein Weg hoch. Unser Weg war abenteuerlicher. Ja. Boah. 6 Müllwürfel und so, man kann die sogar noch mal holen, die Baupläne. Ja. Aber warum sollten wir das tun? Okay. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass es hier nur eine Sorte von Tier gibt. Also nur ein Exemplar von jedem Tier. Ja. Ja, eine Ziege war ja auch hier. Ja, aber die haben wir jetzt aus den Augen verloren. Ja, Ziegen brauchen wir ja eigentlich nicht so, ne? Nein, wir brauchen mehr Lamas. Ja. Na, schon mal einen Kugelfisch. Also vielleicht auch ein Dodo noch mehr. Ja, für die Eier, ne? Ja. So, da ist schon wieder ein Kugelfisch, der dran geglaubt hat. Ausgezeichnet. Und ich sammle mal ein bisschen Schrott. Wir sollten vielleicht dann auch mal zu Beginn der nächsten Woche dann mal uns mal schlau machen, wie wir Bienen kriegen können. Ja. Da, guck mal da, ich sehe die Ziege. Was ist hier denn? Ja, scheiß auf die Ziege, brauchen wir nicht. Ich glaube, da ganz unten ist eine Kiste wieder, ne? Wenn ich da runter schwimme. Ja, 2 Kisten. Mein Gott, unter Wasser. 2 Kisten, das unter Wasser. Okay, Rezept einfach Smoothie. Ja, super. Ja, na großartig. Da
Ah, oh mein Gott, das ist ein Pufferfisch. Okay, nicht ertrinken, bitte. So, ich glaube, ich habe nicht alle Sachen eingesammelt, aber oh, da ist auch noch einer. Perfekt. Schuss und Schuss. Oh, habe ich nicht ganz durchgezogen. Nein, da auch nicht. Da. Und sind da unter Wasser. Hey, ich hab einen Pufferfisch erledigt. Also gesagt, ich habe auch schon zwei erledigt hier. Also mehr Netze werfen. So, was war eigentlich exklusives Pulver? Na, das ist noch einer! Hilfe, das ist noch einer! Da macht ihn auch alle. So, oh. 10 Stück erledigt, ausgezeichnet. Der ist tot. Okay, ist er heil bei dir irgendwo? Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich sehe ihn halt bei mir überhaupt nicht. Na gut, dann ist er halt weg. No. Ich sammle mehr Schrott. Ich muss jetzt erstmal zurück aufs Floß. Ich habe zwei Pufferfische, zwei Kugelfische erledigt. Boah, ich bin so stolz auf mich. Hallöchen, meine Tiere. Aber ich habe die Schere jetzt mitgenommen. Verdammt. Gary ist auch noch nicht bereit zum Scheren. Okay. Gott sei Dank. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Da. Das Schrott. Was ist das? Einfach nur. Ja, einfach nur. Ey, Schnauze, scheiß Headbanger Vogel, ey. Da sind wieder Quallen. Lass die Quallen in Ruhe. Ja, ich will euch auch irgendwas machen. Kann ich euch jagen oder so? Nee, ich glaube nicht. Machen wir aber gar keinen Schaden. Ich glaube, ich bin jetzt hier durch die ganze Insel rumgeschwommen. Was ist unser Floß? Ja. Ah, schön. Haben wir schon alles erkundet auf der Insel? Also ich bin jetzt deswegen wieder auf der Insel zurück, weil ich halt Platz brauchte. Auf dem Floß. Nee, hat einer gekackt. Und direkt erstmal essen. Mit Schale. So, oh, da unten ist auch was. Was ist das? Truhe, Schätze, versunkene Schätze. Das ist echt eine Kiste, aber ich bin voll. Jetzt genau unter unserem Floß. Aua. Genau unter unserem Floß. Gehen wir uns gleich noch mal runter. Ah! Aua. Okay, mein Gott, jetzt will ich erstmal ein ganzes Zeug aussortieren. Okay, wir brauchen mal irgendwann wieder neu mehr Kisten, ne? Oh, langsam wird's hier wieder voll, weil. Okay, so. Dann.
Hier kommt ein Dodo geflogen, jetzt ist, heißt es, kommt ein Lama geflogen. Oder ein Königreich für ein Lama. Ja, super Fan. Hier, ein Königreich für ein Lama. Und es heißt Gary. Nicht Cusco. So. Schnipp, schnipp. Ja, und schnipp, schnapp, schon ist der Haie tot. Was wollt ihr denn alle hier am Eingang? Wollt ihr alle rausgehen oder was? Schnipp, schnipp. So, wieder Wolle. Wolle? Wolle, Wolle haben. Hey, großartig. So, ich begieße schon mal direkt die ganzen Wiesen. Ja. Die sind aber auch schnell weg, die Grasdinger, ja. Ja, deswegen, ja. Aber ich sehe gerade, dass alle gegossen sind. Ja, ich habe die gerade gegossen. Ausgezeichnet. Ja. Oh, hallo. Okay. Ich muss jetzt hier erstmal die ganzen Stellen hier ausbessern. Ja, wir haben so viele. Ich mache hier auch erstmal hier ein bisschen größer hier. Auch wenn wir jetzt gerade keinen Kunststoff mehr haben. Weil der Hai war nämlich ganz schön nah an unseren Anbau. Ja. Ich habe da jetzt auch erstmal, nur damit du weißt, hier ein bisschen vergrößert, damit er nicht sofort daran kommt. Ja, aber wir haben jetzt keinen Kunststoff mehr. Aber also wir können die Müllbeutel. Problem. Wir können die Müllbeutel ja nutzen, um uns wie heißt es so, um uns Kunststoff zu holen. So, aber erstmal muss ich hier die ganze Zeug hier loswerden. Warte, nein, wir müssen doch ja sparen, ja, für anderes Zeugs. Ja gut, können wir auch für Anbauflächen oder was weiß ich nicht alles. Okay. Bonk. Mein Gott, ich bin schon da voll und voll leer. Zur gleichen Zeit. Mhm. Oh mein Gott. Ja, stimmt, ich habe ja noch einen Haikopf. Ich muss ja noch zu den anderen hin. So viele Melonen, so viele Melonen. Oh mein Gott. Hast du gerade die komplette Ernte eingesackt? Ja, klar, ne? Ist gezeichnet. Ach, von den Kartoffeln bist du ja nicht satt. So. So, mein Gott, wir brauchen unbedingt hier mal so ein paar Lampen. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Lampen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir sind schon bei einer Stunde gleich. Oh. So, warte mal, ich will mal gucken. Kann ich das hier machen? Planken und Nägel. So, schon besser. Kann ich halt einfach so machen. Eine Sekunde. Let me cook. Ja, let him cook. Und zwar, alright, time to cook. Was ich geplant habe, ist nämlich hier so ein Ding, und dann will ich mal gucken, ob man so eine Laterne darauf packen kann. Ja, stimmt. Yes. Ich meine, sieht ein bisschen komisch aus, aber besser als auf dem Boden oder so. Ja, so eine Art kleine Straßenlaterne. Ja. Oh, Bagok, hab ich gehört. So, dann brauche ich Schrott und Glas. Haben wir wieder etwas Schrott, bitte?
Schrott dürften wir ja mittlerweile etwas mehr haben. Okay. Haben wir euch noch Glas ein bisschen? Ja, ja, nimmst du ruhig. Boom. So. Echt unglaublich, dass wir jetzt so gut vorankommen. So, 3 Laternen. Wie viel? Kannst du dich ja mal so für die nächste Woche mal schlau mal machen, wie wir tatsächlich an Wien rankommen. Ja. Wenn ich da nicht vergesse. Gut, okay, das ganze Gras ist da und ich habe noch ein Ei. Ei, und das Ei esse ich jetzt einfach so mit Schale. Weil wieso denn auch nicht? Gegarte Kartoffel, schöner kleiner Snack. Schreihals. Als muss da herring. Baba Barsch. Brass, Alter. Hey. Warzensch. Man nennt es Warzenschwein. So. Oh Gott. Ah. Ah. Jetzt mal wieder am Baum, bitte. Es tut mir so leid, das war gerade einfach zu lustig. Ja, wenn ich am Baum bin und irgendwie einen Schritt zurück mache, plumpst du einfach ins Wasser. Genau. Nein, wir haben keinen Kunststoff. Ja, ich hab doch gesagt, deswegen wollte ich auch ein paar Müll. Boah. Aber darum können wir uns ja beim nächsten Mal kümmern. Ja. Sollen wir den Part beenden? Wir können den Part beenden. Gut. Dann haben wir noch abschließende Worte. Komm, gehen wir mal nochmal zu den Tieren. Ja, also Sekunde. Ich bin noch mein Zeugs lernen für nächstes Mal. Oh, bring deine Schere mit. So. Mit Gary kann wieder geschoren werden. Macht jemand wieder einen Haarschnitt? Alles klar. Oh mein Gott. Und die Tiere brauchen so. Ja. Machen so viel Knechterei. Warte. Wissen du? Ja, ich bin hier. Kannst die Tür wieder zumachen. So. Bom. Starr mich nicht so an. So, 3 Wolle. Gary, starr mich nicht so an. 3 Wolle. Ja, hier, komm mit zu den Tieren. Denn hier ist es einfach tierisch. Dann können wir hier drin nämlich den Part beenden. Ja, ich muss noch meine Melone futtern. Ja. Ja. Okay. Mit diesen wunderbaren Bildern von unseren Tieren verabschieden wir uns jetzt. Jetzt von diesem Part. Ja. Dann bis dann und ciao. Ciao.